Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind wieder auf der Deichhof und ihr seht es, ein Bild wie gemalt, könnte man fast sagen. Wir gucken hier ein bisschen aus dem Fenster bzw. vom Dachboden des Kuhstalls. Ja, wir hören die Tierchen, denen geht soweit ganz gut. Wir sind im neuen Monat im September und es ist früh morgens und wir wollen mal nach dem ersten Monat mal schauen, wie sich jetzt hier so die, ja, ich will mal sagen, die Daten entwickeln. Also soll heißen, wie entwickelt sich Silage, wie entwickeln sich unsere Tierchen, wie entwickeln sich unsere Produktionen so über Nacht oder über den Monat hinaus, damit wir da Bescheid wissen. Also legen wir los und schauen mal, was hier Sache ist und hups. Und dann rennen wir mal da runter. Irgendwo war doch hier. Yep, hier. Hier geht's runter. Ja, dachte ich. So, also legen wir los. Ich habe gesehen, dass wir mittlerweile. Was haben wir denn da? Salat oder Tomaten? Wir haben die ersten Tomaten. Also die müssen weggebracht werden. Dann haben wir noch mehr Mehl. Das muss jetzt auch verräumt werden in die Produktion. Dann schauen wir mal ganz kurz bei den Tierchen rein. So, Hühner haben wir ja noch ein paar gekauft. Denen geht soweit ganz gut. Sind auch am Reproduzieren, wie wir sehen. Dank des Hahns. Und ja, Eier. Eier sind meines Wissens auch am Start. Wie geht es den Black Welsh Mountain? Ich glaube auch ganz gut. Und da müssen wir auch fast nichts einwerfen. Also das scheint so über Nacht ganz gut gehalten zu haben. Stroh verändert sich übrigens nicht, wie wir sehen. Also das Ganze ist eher mal, ich sage, führe die Optik und vor allen Dingen, dass es den Tierchen, dass die weich liegen in der Nacht. Aber es wird nicht verbraucht. Und den Holsten hier, den Holstein-Kühen, denen geht es, glaube ich, auch ganz gut. Und die verbrauchen auch relativ wenig, obwohl wir hier auch ein bisschen nachgelegt haben mit Tierchen und die Bentheimer hier oben. Auch da alles entsprechend im grünen Bereich. Soll heißen, also wir müssen uns da nicht allzu viel Sorgen machen, nicht ähnlich wie auf anderen Maps, wo wir mehrmals am Tag Futter nachwerfen müssen. Hier sind unsere Tiere doch relativ genügsam. Wie sieht es mit den Produktionen aus? Ja, also Gewächshaus, Wasser ist auch noch jede Menge drin. Also das sieht so aus, als müssten wir da nur alle 2-3 Tage nachkippen. So, dann die Windmühle ist soweit durch, hat alles verarbeitet. Dann das Mühlenbrot konnte noch nicht loslegen, denn da fehlt uns noch ein bisschen Salat, Tomaten und auch Milch. Müsste ja mittlerweile da sein. Das können wir umschichten, aber da brauchen wir noch ein Fass. So, und dann gucken wir weiter. Ja, die BGA läuft noch gar nicht, die läuft noch gar nicht, denn da muss erstmal silieren. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Ich habe das auch im Stream schon mal angesprochen, nämlich das Thema, dass wir hier sehen, die Ballen, die sind bei 41% gären, während hier das Material bei 63 ist und wir haben das ja zur selben Zeit mehr oder weniger reingeworfen, also nicht mit allzu großem Unterschied, die Ballen gewickelt, als auch hier das Silo abgehängt oder abgedeckt. Und das Thema hier mit diesem Drittel hier, naja, wir werden sehen. Ich schaue mir das Ganze nochmal an. Aber ob wir dann dieses Silo wirklich auch benutzen als Silo für Hacke bzw. Häcksel, gut, das weiß ich nicht. Wir könnten natürlich auch einfach die Ballen dann hier reinlegen. Aber ich finde, hier tut sich das auch sehr gut. Es gibt übrigens, das könnte man auch platzieren, hier so ein Ballenlager. Wenn wir Probleme kriegen mit der Menge der Ballen, könnten wir hier so ein freies Ballenlager hier hinsetzen, damit die Dinger dann auch, ja, ich sag mal, aus der Optik verschwinden und wir keine Probleme kriegen wegen den Stückzahlen. Schauen wir nochmal oben. Da müsste sich ja jetzt ein bisschen was getan haben. Ja, natürlich, da stehen auf jeden Fall auch schon die Paletten. Und wir werden hier in diesem, ich sage mal, in diesem Projekt auf jeden Fall die Paletten händisch hin und her fahren. Dafür haben wir einen Stapler. Und da beginnen wir mal, legen wir mal los und bringen mal die Sachen in die Produktion. Mit der Milch müssen wir noch schauen. Aber wir müssen ja sowieso heute noch zum Händler und das eine oder andere Gerätchen besorgen. Denn wir sind im neuen Monat und wir können in die Aussaat gehen für unsere 2 Felder. Und deswegen brauchen wir eine Drille. Wir brauchen höchstwahrscheinlich was zum Düngen und dann eben einen Anhänger für die Milch. Sudele. Wir machen mal hier ein bisschen Licht. Das ist noch nicht so richtig hell. Hervorragend. Und dann bringen wir das weg. Und das Ganze funktioniert ja zum Glück, wenn ich das richtig sehe, dass er das, die Dinger ja hier, die
Genau, er nimmt die Tomaten hier von der Palette runter. Da müssen wir uns um nichts kümmern. Das passiert automatisch. Das heißt, wir müssen hier also auch nicht die Palette ablegen. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt schon mal 2 von 4 Zutaten. Salat wird mit Sicherheit heute auch noch kommen. Und dann schauen wir, dass wir die Milch hier rüberbringen. Denn wie gesagt, wir werden unsere Erzeugnisse auf dem Hof überwiegend direkt hier verarbeiten und entsprechend veredeln. So. Ach, wir hätten noch bei den Eiern vorbeifahren können. Ja, das machen wir dann beim Rückweg. Es ist ja eine kalle Map und das heißt, dass man meistens immer im Kreis fahren kann. Also es gibt so gut wie keine Sackgassen. Nicht wie beim anderen Kollegen hier, beim Yogi. So. Ja, ich denke, wir können 2 Paletten aufeinander nehmen, oder? Der sollte das doch packen. Mal schauen, ob jetzt noch eine Palette spawnt. Jubidubidu. Und hervorragend. So, der ist ja auch ein bisschen flotter. Ups, 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 ups. Der ist ja auch ein bisschen flotter hier. Mit 40 km/h. So, zack, komm rein. Sehr schön. Ja, aber es scheinen keine Paletten mehr zu spawnen. Also das heißt, die 5 sind es dann. Aber da müssen wir uns jetzt auch keinen Stress machen, weil wir werden jetzt auch nichts weiter reinwerfen in die Mühle. Denn ich will jetzt erstmal das Getreide in Reserve halten hier für unsere Hühner. Okay, ein bisschen Eier sind da, viel ist es nicht. So. Das packt er sich oder das schnappt er sich. Ja, das geht hier zügig. Okay. Hervorragend, soweit so gut. Jetzt können wir gleich Folgendes machen. Denn wie gesagt, wir brauchen eine Drille und wir müssen düngen. Und dann fahren wir mal hier ins Lager. Und dann können wir das dir gleich mal rausholen, weil ich gehe davon aus, dass es da drin spawnt. Das hat er jetzt aber nicht so gemacht, dass... Ja, schauen wir mal. Ne, hier ist Abladepunkt. Hier müsste es rauskommen. So, wir nehmen einmal Saatgut. Sehr schön. Und einmal... Oh, Kalk hätten wir ja auch. Ach du Schande, wir müssten ja auch kalken. Ja, das heißt, müssen wir unsere Universalwaffe nehmen. Ich denke, wir werden unsere Universalwaffe nehmen müssen. So eine Palette Dünger. Auch erstmal. Dann ist das Material schon mal hier da. Sehr gut. So. Und dann fahren wir das erstmal hier schon mal raus. Dann ist es safe. So, Dele, wo können wir denn das jetzt am geschicktesten hinstellen? Ausfahren ist gut, aber wo stellen wir es hin? Ja, stellen wir es hier hin. So, denn ich habe mir da auch schon ein bisschen was rausgesucht. Wir werden da jetzt nicht die Wahnsinnsgerätschaften kaufen, sondern es gibt natürlich da was Günstiges für den Einstieg. Denn wir haben ja nur 2 Felder, also wir machen ja nicht so viel Feldwirtschaft oder... entsprechend, sondern wir werden uns ja hauptsächlich auf Weizen und Gerste erstmal am Anfang spezialisieren. Natürlich wäre dann der Plan, irgendwann mal den Schweinehof noch zu erwerben, die Schweineställe, und dann natürlich dort noch mit einzusteigen. Dann brauchen wir aber definitiv viele, viele Maisfelder. Und das sehe ich jetzt am Anfang noch nicht, denn mit den 19.000, die wir jetzt gerade haben, ja, ich glaube, den könnten wir hier herstellen. Da steht da nämlich auch nicht verkehrt. Sodele. Licht machen wir mal aus und dann schauen wir mal, was wir kaufen. Ja, wie gesagt, also wir werden jetzt erstmal verstärkt in das Thema, ja, da im Gebrauch ist nichts, in das Thema Standardgetreide gehen. So, und da werde ich mir die Köckerling kaufen. Die Köckerling, die tut es am Anfang. 44.000, ja, kaufen ist gut, 160 PS, wir müssen nochmal schauen. Wir haben ja den Fendt, den mittelgroßen, der hat 165. Ich habe den Verdacht, den müssen wir gleich mal pimpen. Ich habe den Verdacht, den sollten wir vielleicht gleich mal eine Motorstärke. Ich glaube, das müssten dann 185 sein, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber wir werden auf jeden Fall mit dem arbeiten müssen. Und das heißt, stopp, wir brauchen etwas Geld. Etwas Geld, es hilft nichts. Wir leihen uns nochmal... 250. Ja, 250. Ich glaube, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht noch ein paar Aufträge dann in diesem Monat machen.
So, soll also heißen, wir holen uns, wie gesagt, die Köckerling mit 44, die ist relativ günstig, hat aber eben den Nachteil, dass sie nicht mitdüngt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch nachträglich noch düngen, aber wir müssen nicht gerubbern. Das Ding können wir also direkt einsetzen und das tut es auch auf jeden Fall, hat aber 6 Meter Arbeitsbreite, ist also ordentlich. Damit können wir ordentlich arbeiten und da machen wir auch gar nicht viel lange rum. Das Ding wird gekauft, das tut es voll und ganz. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, was nehmen wir für die Milch? Für die Milch. Ja, schauen wir mal bei Vieh, Tier, Haltung. Ja, wir könnten natürlich auch einfach hier auf dem Hof, wo haben wir es denn? Haben wir es hier irgendwo? Mit dem hier. 2000 Liter, das würde doch, glaube ich, reichen, oder? Liquid Tank 1000 Liter, das ist, ja, der hat 2000. Ah, jetzt überlege ich gerade, war da nicht das Theater mit dem... Mit der Kupplung. Da haben wir doch ein Problem mit der Kupplung, gell? Da brauchen wir irgendwie so einen ganz einfachen Anhänger. Und das kriegen wir, glaube ich, nicht an einen normalen Schlepper. Da war doch irgendwas. Und deswegen haben wir doch damals so einen kleinen John Deere geholt. Hier sowas. Hey, brauchen wir das? Brauchen wir das? Ich bin jetzt am Überlegen. Wir könnten natürlich auch schlicht und einfach hier so einen nehmen. Ja, 2082. Ach, der macht ja nur Wasser. Okay. So, der macht auch nur Wasser. Der ist eigentlich zu groß. Aber da könnte man natürlich die Milch dann auch verkaufen. Ja, ich wollte jetzt gerade nochmal reinschauen. Ja, den kriegen wir nicht dran, ne? Irgendwas Kleines, den hier. 10.000 Liter. Ach, das ist wieder so ein Spezialmod, ne? Ja. Grün. Grün gefällt mir irgendwie gar nicht. Beige, Silber, Hellgrau. Was haben wir denn da unten noch? Beige. Ja, ich finde, das sieht auch so ein bisschen nach Milch aus. Also so ganz weiß, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, mit dem Gerät sind wir auf jeden Fall safe. Da können wir mit unserem Lindner ohne Probleme fahren, hätten genügend Luft, können damit auch Wasser noch zusätzlich irgendwo hin transportieren. 10.000 und dann können wir auch Milch verkaufen. Ich glaube, das Ding wird es auf jeden Fall tun, aber ich möchte irgendwie eine andere Farbe. Beige. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme das Beige hier. Das soll mir recht sein. Das Teilchen kaufen wir. So, und jetzt müssen wir noch was finden zum Düngen und zum Streuen. Aber da haben wir natürlich unsere Universalwaffe. Und die haben wir auch hier und die werden wir auch hier wieder einsetzen. Auf jeden Fall mal am Anfang, denn damit können wir düngen, kalken und auch Mist ausbringen. Und das wird uns auf jeden Fall am Anfang auch helfen. So, dann nehmen wir aber natürlich etwas höhere Kapazität. Design. Finde ich das auf jeden Fall schicker. Brauchen wir einen Deflektor? Was ist denn ein Deflektor? Hä, wo ist denn hier jetzt ein Deflektor? Nee, brauchen wir nicht. Kaufen. So, das heißt, jetzt haben wir ordentlich eingekauft und haben noch ein bisschen was übrig. Aber wo ist der Fendt? Wo ist der Fendt? Der ist oben an der Halle. Der ist oben an der Halle. Yo, wo laufe ich da am besten? Hier lang. So. Weil den müssen wir erstmal holen, aufladen, dann noch ein bisschen pimpen. Und dann holen wir mit dem Lindner auf jeden Fall das Milchfass. Wir könnten natürlich den Lindner auch losschicken. Mit dem Helfer. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir weiter. Sehr schön. Übrigens auch sehr, sehr schön, wie ihr das Projekt hier annehmt. Das gefällt mir gut. Also Deichhof scheint euch ganz gut zu gefallen. Jedenfalls für meinen Kanal habe ich dann eine relativ hohe Frequenz hier in dem Projekt und das finde ich super. Und dafür möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken.
Und deswegen habe ich eigentlich auch vor, am Freitagabend machen wir Late Night Farming. Und da möchte ich auf jeden Fall mit euch hier diese Map noch ein bisschen im Stream zocken. Und ich bin mir noch nicht ganz 100% sicher, wann, ob um 21 Uhr oder 22 Uhr. Aber es heißt der Late Night. Also denke ich vielleicht eher auf 22 Uhr und dann machen wir ein bisschen Open End. Aber ich denke 1 Uhr, 1.30 Uhr soll es dann werden. Am Freitagabend können wir dann ein bisschen hier die wunderschöne Map, die Deichhof Abendfrieden vom Kalle im Stream zocken. Und ich denke ja auch, dass wir bis dahin auch ordentlich was zu tun haben werden. Denn mit Sicherheit wird dann auch das Gras wieder bis dahin soweit sein, dass wir es ernten können für unsere BGA. Und die BGA werden wir dann auch endlich befüttern oder füttern können mit den ersten Silageballen. So, ich glaube, rechts muss ich mir keine Sorgen machen. Der Verkehr biegt immer ab. Das ist sehr schön. So, dann fahren wir mal hier rum, denn wir müssen den Kollegen hier erstmal pimpen. So, schauen wir mal. Konfiguration. Oh, 205. Ja, 205, also ich meine für 9500. Dann fährt er auch 50, 245, 265. Ja, halt sich's aus. 285, also mit dem Gerätchen kann man ja ordentlich arbeiten. Ja, ja, wir machen mal 205, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Radgewichte hatten wir doch, oder? Hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Wir hatten doch Radgewichte, oder? Hatten wir keine Radgewichte? Hatte ich keine Radgewichte? So, doch Radgewichte sind drin. Warum sehe ich die nicht? Ah. Standard? Ach, das sind die Radgewichte. Ja, ich glaube, da können wir ein bisschen mehr machen. 11 Tonnen, 10 Tonnen, 9,1. Ja, dann machen wir hier ein bisschen mehr. Das kann nicht schaden. So, und den Rest lassen wir so. Und ab die Post, dann wird das Ding gekauft. So, sehr schön. Jetzt liegt bestimmt wieder das Gewicht vorne. Motor an, Gewicht aufnehmen und... Und die Köckerling hier abgeholt. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich überlege gerade, wir kaufen vielleicht dann doch nochmal einmal Saatgut. Das kann nicht schaden. Wo ist denn hier eigentlich die Saatgut-Tankstelle? Lass mich mal schauen. Weil ich vermute jetzt mal fast, dass wir hier in der Nähe sind. Nee, das ist Landhandel, Landhandel. Ja, das ist das. Kaufen wir denn hier das Material ein? Da ist die Kalkstation und so weiter. Okay, das müssen wir auf jeden Fall für Kalk machen. 1000 Liter. Naja, wir kaufen jetzt noch sicherheitshalber. Sicher ist sicher. Saatgut. So, wo steht denn das gute Stück? Da drüben. Einmal aufrollen bitte. Und auffüllen. Wie viel passt da rein? Ich denke 3000 Liter oder so. So, 1035. Okay. So, dann geht's mal los. Und dann können wir gleich mal das erste Feld, das neue Feld, das kleine Feld, das schmale, lange, da können wir mal loslegen. Und dann fahren wir mit dem Lintrack los. Und holen uns unseren Streuer. Aber da bin ich der Meinung, da könnte man dann auch gleich Kalk holen. Ja, jetzt bin ich echt. Wir sollten eigentlich zuerst kalken. Wir sollten zuerst kalken. Wenn, dann machen wir es eigentlich gleich richtig. So, hier geht's gleich rechts zu unserem Feld. Ja, noch ein bisschen den Hügel hier hoch. So.
So, und dieses Feld, das wollen wir als erstes bearbeiten. Dann stellen wir den mal dahin, stellen ihn ab. Und wie sieht's denn aus? Oh ja, ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Okay. So, dann einmal das Gewicht dran, bitte. Das müsste, glaube ich, hier liegen. Und dann fahren wir mal hier raus. An unseren Schafweiden vorbei. Beziehungsweise erstmal an der Schafweide und dann an unserem Schafstall. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt hier in Anführungszeichen auf dieser Map, im Gegensatz zur Rehbach, dass wir hier nicht, wenn da die Pfützen sind, auch entsprechende Dellen haben. Also sprich auch wirklich Schlaglöcher. Also hier kann man tatsächlich über den Feldweg rüberheizen. Ne, also es gibt so ein bisschen, aber nicht so wild wie auf der Rehbach. Also da sind dann schon die Dinger drin. Dass es dir den Traktor ein bisschen abhebt. Ah, eine ganz, ganz tolle Stimmung hier. Richtig schön morgens um 7.56 Uhr. Das wird ja im LS25er soll das ja noch viel, viel besser werden. Mit den Nebeleffekten und alles. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir dann überhaupt noch irgendwas sehen von der Karte. So, flott unterwegs mit dem Lindtrack. Dann gehen wir mal ans Kalken und dann haben wir im Großen und Ganzen bis aufs Güllefass, glaube ich, so die wichtigsten Geräte beisammen. Nee, was uns noch fehlt, ist definitiv natürlich eine Spritze für Precision Farming, natürlich mit Spot Spray Technologie. Aber das, Freunde, das werden wir erst beim nächsten Mal, denke ich, kaufen. Da schauen wir mal, da müssen wir ja erstmal hier ein bisschen vorwärts kommen. September, Oktober, November, keine Ahnung, wann es soweit ist. Aber jetzt fahren wir erstmal mit dem Lindtrack zur Kalkstation und werden da ordentlich einladen. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich mich hier schon verfahren habe, oder? Augenblick mal. Mal kurz in die Karte gucken. Ja, klar. So, wir wenden. Denn da müssen wir nämlich da hoch. Und dann geht's nämlich links. Links geht's natürlich Richtung Kalkstation. Und da bin ich mal gespannt, was wir hier für Preise aufgerufen bekommen, wenn wir das Material kaufen. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das war's wieder mal für eine Folge. Und dann in der nächsten geht's natürlich in die Aussaat und in die, ja, in den Milchtransport zu unserer Produktion. Und dann schauen wir mal, ob wir tatsächlich auch schon den ersten Salat haben, damit wir wirklich hier mit unserer Sandwich-Produktion loslegen können. Ich sage recht schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.